Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute wollte ich euch mal folgendes ferngesteuertes Auto vorstellen. Und zwar einen ferngesteuerten Mini Cooper Rallye. Das RC-Auto hat einen Maßstab von 1 zu 24 und kostet 16,90 Euro plus 4,90 Euro Versandkosten. Den Link zum Produkt poste ich wie immer im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so wird das Produkt geliefert. Und das werde ich jetzt mal auspacken. Und so schaut der kleine Flitzer aus. Hier gibt es Lampen satt. Hier haben wir die Felgen. Der hat sogar lackierte Bremssattel hier. Hier mal die Seitenansicht. So schaut er von hinten aus. So, mal ein Wahnsinns-Spoiler hier, oder? Ja, der ist nicht beweglich, der ist fest. Ja, und so dann von der Ansicht komplett von der Seite. Und so von oben. Die Unterseite, die Ausrichtung für die Achse, an Ausschalter und hier haben wir dann noch das Batteriefach. Kriege ich das so raus? Da muss ich mal gerade so machen. Ja, da kommt dreimal AA-Batterien rein. Die Fernbedienung vorwärts, rückwärts, links, rechts. Antenne wird einfach reingesteckt und dann festgeschraubt. So. Und auf der Rückseite haben wir noch das Batteriefach, eine Schraube lösen und dann kommen dort zweimal AA-Batterien rein. Vorwärts, rückwärts und die Lenkung. Licht gibt es natürlich auch. Reichweitentest bis zur Tür, ca. 20-25 Meter. Der kleine Mercedes SLS hat es nur bis da vorne hin geschafft. Mal gucken, wie weit der fährt. So, er ist immer flott unterwegs. Ja, ich kann es ordentlich. Und schafft er? Ja, fast. Ja, also, ja. Der ist jetzt zwischen den vordersten roten Pfosten und da ist der Kontakt jetzt abgebrochen. Da fahren wir also nicht so weit, sondern müssen hier vorne so ein bisschen rum. Geht ja auch wunderbar. Ja, der Boden ist ein bisschen krass, deswegen geht der nicht hier noch. So, dann fahren wir noch rückwärts. So, aber ihr seht schon, lässt sich gut denken, ist zügig unterwegs und die Reichweite ist für so links eben auch eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich euch den Mini Cooper auch mal vorgestellt. Mir hat das Auto richtig gut gefallen. Sehr schöne, viele Details sind zu erkennen. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Die Reichweite ist natürlich nicht so weit wie bei den großen RC-Autos, aber trotzdem noch ordentlich für den kleinen Flitzer. Und der lässt sich sehr gut lenken und ist noch flott unterwegs. Wer Interesse daran hat, den Link dazu pause ich im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt direkt auf Amazon hin. Das war der Testmischel von YouTube. Dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.